Mama, der Typ da ist aber ein Arsch. So viel zu. Ich hätte nur gewusst, dass ihr so nahe wohnt. Meine Agnes hätte vielleicht gerettet werden können. Mach dir nichts vor. Wenn eine Frau innerlich blutet, dann hört es entweder auf oder sie stirbt. Du kannst nur versuchen, sie zu wärmen. Und das hast du. Es tut mir leid. Aber die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Jack, gib den Kindern etwas Suppe, ja? Aber klar doch, auch dem Arsch. Wirst du bald Arbeit finden? Nee, als erstes gebe ich mal Mark. Schwer zu sagen. Es ist Winter. Gewöhnlich stellt man da keine neuen Baumeister ein. Nett. Danke, Jack. Es ist zu kalt, ja, um Mörtel anzumischen. Die kriegt Suppe. Man kann auch Glück haben, aber dieses Jahr hatten wir nichts als Pech. Vor einiger Zeit hatte ich Arbeit in Exeter. Man bot mir die Stelle als Baumeister des Kastellans an. Ich sollte die Befestigung der Stadt instand halten. Ich wäre für den Rest meines Lebens beschäftigt gewesen. Und wir hätten wie Bischöfe gelebt. Aber... Was ist passiert? Ich habe abgelehnt. Es war keine Kathedrale. Und ich wollte eine Kathedrale bauen. Ich war ein Narr. Als gäbe es nicht schon genug Kirchen. Ich habe mal an einer gearbeitet. Das war gute Arbeit. Fragt am besten Martha, wenn ihr mehr wissen wollt. Sie kennt mein Gerät inzwischen auswendig. Was ist eine Kathedrale? Ein großes Haus, wo Leute beten. Sie gehen dahin, um zu betteln? Nein. Nicht betteln. Sie betteln nicht. Sie reden mit Gott. Es ist ein Ort des Gebets. Und ein Heim für Priester und Mönche. Oh. Also ein schlechtes Haus. Habe ich von Mama gelernt, weißt ne? du, ein Mann wie du sollte nicht so hart zu sich sein. Nein. Ich habe mein eigenes Kind im Wald zurückgelassen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Manchmal sterben Frauen im Kindbett. Und manchmal lassen Männer ihre Neugeborenen im Stich. Es ist selten, dass sie sich ein Herz fassen und zurückkehren. Lebt ihr deshalb allein hier im Wald? Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Eine, die ich noch nicht einmal Jack erzählt habe. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir seither gezwungen sind, in dieser Höhle zu leben. Fern der Gesetze der Stadt. Na gut, ich gebe Nur Suppe. Wir und der Wald. Und wovon lebt ihr? Wir jagen, wir sammeln. Es reicht gerade für uns zwei. Für das Essen könnt ihr euch übrigens bei Jack bedanken. Mein kleines Füchschen hat heute sein erstes Reh erlegt. Ich bin beeindruckt. Ich bin auch beeindruckt. Esst, Kinder. Ihr werdet eure Kräfte brauchen. Genau wie du, Herr Baumeister. Komm, hau rein. Das werde ich. Danke. Sie schlafen jetzt. Also, worum geht's? Ich sagte dir, dass der Mönch das Kind zu einer nahegelegenen Zelle mitgenommen hat. Das stimmt auch. Aber es wäre ein großer Fehler, den Kleinen von dort zurückzuholen. Was? Wieso? Weil du es warst, der ihn ausgesetzt hat. Das gilt als Mord. Dann muss ich ihn stehlen. Ich bin sein Vater. Ich muss ihn zurückholen. Es ist meine Pflicht. Und was dann? Du hast keine Arbeit. Du verdienst kein Geld. Ein Baby braucht viel Fürsorge. Mehr als Martha und Alfred jetzt. Wie willst du es ernähren? Aber was soll ich dann tun? Leben wie ihr? Ich habe keine Ahnung vom Jagen. Ich bin Steinmetz. Ich bin eher in einer Burg zu Hause als hier. Überlass das Kind den Mönchen. Sie werden sich darum kümmern. Und du musst das Kind nicht herumtragen, wenn du Arbeit suchst. Und wenn du eine Stelle gefunden hast, kommst du zurück und holst es. Ich weiß nicht. Seit Agnes tot ist, weiß ich überhaupt nichts mehr. Du bist ein guter Mensch, Tom Bilder. Du bist sanftmütig und stark. Du wirst das Richtige tun. Du musst es auch nicht alleine durchstehen. Nimm einen Jack Rat und an. Ich werden diesen Ort bald verlassen müssen. Es steht ein harter Winter bevor. Und wenn wir bleiben würden, könnte es uns vielleicht das Leben kosten. Wir könnten uns zusammenschließen. Ich weiß nicht. Ich habe mit meinen eigenen Kindern schon alle Hände voll zu tun. Ich könnte dir dabei helfen, dich um sie zu kümmern. Unter der Voraussetzung, dass du meinem Sohn beibringst, wie man in der Menschenwelt zurechtkommt. Wir mögen noch Fremde sein, aber gemeinsam haben wir eine bessere Chance zu überleben. Lass uns zusammengehen und uns gegenseitig stützen, wo immer wir können.
Das ist wohl wahr. Die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Genau. Einer hat gelauscht, hä? Der kleine Jack. Ich will nicht gehen. Ich werde eine Burg sehen. Ich will aber nicht. Ah, komm. Ich freue mich ja doch irgendwie drauf. Jene Nacht träumte ich von einer merkwürdigen Welt. Einer Welt von Rittern und Mönchen, die in einer großen dunklen Höhle aufeinander Jagd machten. Es gab kleine Burgen, tote Rehe und einen Riesen namens Tom. In dem Traum war ich glücklich. Ich hielt die Hand meiner Mutter und lauschte den mysteriösen Lehren des merkwürdigen Riesen. Ja, dann lassen wir uns überraschen. Oh, die Säulen der Erde, Kapitel 2, so schnell. Du hast ein Reh erledigt und erfolgreich geräuchert. Du bist Toms Willers Familie begegnet. Du warst freundlich und hast Martha zuerst Suppe gegeben, natürlich. Alfred scheint deine Anwesenheit zu tolerieren. Du freust dich darauf, den Wald endlich zu verlassen. Du hast Informationen über Jack und Alans Leben als Outlaw gefunden. Ja. Kapitel 3. Die Verschwörung. Palast von Bischof Valerian. Weiter habe ich es nicht gelesen. Ach, Philipp wieder. Ist wohl Philipp wieder. Mal gucken, ich habe den Brief bei mir. Und das Wort Gottes. Oder ein Wort des Glaubens. Ne, das Wort Gottes. Ja, also hier ist ein Weg, da ist der Palast. Ich kann das nicht. Was, wenn ich versage? Was, wenn ich es schaffe? Sollte nicht hier sein. Vielleicht empfängt der Bischof mich nicht. Ich bin nur ein einfacher Mönch. Was weiß ich schon vom Krieg? Dem Krieg! Irgendjemand muss etwas tun. Wenn es eine Chance gibt, den Krieg zu verhindern, dann muss ich es versuchen. Und wenn ich versage? Tausende werden leiden. Oh Gott, gib mir Kraft. Der Bischof ist ein Mann Gottes. Ich muss ihm vertrauen. Ob er mit dem Grafen von Sharing befreundet ist? Er wird mich hängen. Ich verrate den Grafen von Sharing. Der Bischof muss mir helfen. Was hat denn der alles? Aber ich darf Francis nicht erwähnen. Nein, nein, nein. Aber Francis will, dass ich lüge. Kann ich einen Bischof anlügen? Lügen ist eine Sünde. Eine Sünde! Ja, okay. Ja, okay, also da, egal was ich da mache, es ist immer dasselbe. Ja, dann würde ich sagen, warum habe ich das Pferdchen eigentlich nicht in die Stallungen gebracht? Flattervögel. Mal kurz gucken, ob ich dem Pferdchen irgendwas Gutes tun kann. Braves Pferd. Mein Bruder ist manchmal so störrisch wie du. Aber ich vertraue ihm. Der Bischof muss diesen Brief sehen. Muss er. Aber wie erkläre ich dem Bischof, wie ich an den Brief gekommen bin? Ich schaff das schon. Oh, Fässer mit Äpfeln. Mal gucken, ob ich zum Apfel nehmen und dem Pferdchen. Mein Pony muss bald fressen. Sollte ich welche nehmen? Ich nehme mir nur ein paar. Ich will ja nur ein paar Äpfel für meinen Pony haben. Das magst du, oder? Oh. Rumpf, rumpf, rumpf. Du hast immer noch Hunger, was? Ja, bestimmt. Aber ich kann jetzt nicht die ganzen Äpfel da klauen, das geht mir auch wieder nicht. Stallungen voller Heu. Warum bringe ich meinen Pony nicht dahin? Ich sollte mein Pony füttern. Nehme ich mir einfach etwas Heu? Mein Pony muss fressen. Heu, es ist nass vor Kälte. Yeah.
Was liegt hinter dieser Pforte? Oh, ich darf mich nicht so ablenken lassen. Aber mein Pony muss fressen. Woll, mein Pony muss fressen. Also bringe ich meinem Pony jetzt einfach ein bisschen Heu. Auch wenn das nicht mehr so richtig toll ist. Aber es ist besser als nichts. Da! Da! Für eine alte Freundin sorgen, Errungenschaft freigeschaltet. Na siehste. Muss ja schließlich für mein armes Pferd nicht sorgen. Eine treue Weggefährtin. So, mal hier klopfen. Warum muss ich nur so unsicher sein? Ja, Ich vertraue Francis. Er gut, kennt sich mit diesen Dingen aus. Gut, dass ich aus Versehen neben die Tür geklopft habe, ne? Wie kann ich euch helfen? Ich muss den Bischof sprechen. Wen darf ich dem Herrn Bischof ankündigen? Ich bin der Prior von St. John in the Forest. Und was soll ich Bischof Walleran als den Grund eures Besuchs nennen? Der Herr Bischof besteht darauf, dass ich diese Frage an Besucher richte. Oh. Ach komm. Ich habe einen Brief, der beweist, dass es Krieg geben wird. Einen Krieg? Ja. Aber der Bischof könnte ihn vielleicht verhindern. Es ist also dringend. Ja, ich sage dem Herrn Bischof, dass ihr hier seid. Bitte, wartet einen Moment hier. Oh, kann ich nicht drin am Feuer warten? Was ist aus der Gastfreundschaft geworden hier? Warum sollte der Bischof mich empfangen? Meine Kapelle in St. John ist kleiner als dieses Nebengebäude. Wer bin ich, dass ich in der Nacht zum Bischof schleiche? Wie ein Dieb. Ja. Ja, nochmal eine gute alte Wegbegleitung hier. Ich würde dich gerne in die Stallung bringen, wirklich. Hallo? Ja, dann gehen wir wieder rein. Ja? Der Herr Bischof empfängt euch jetzt. Na gut. Wenigstens was. Der Bischof. Nochmal, der Bischof. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Ah, der ehrwürdige. Bitte, setzt euch. Da. Was soll ich denn wissen? Vielen Dank, ehrwürdiger Herr. Bitte nennt mich Walleran. Timothy berichtete mir, ihr seid der Prior von St. John in the Forest, ehrwürdiger Herr. Dann seid ihr wohl Philip von Gwyneth. Ja, das bin ich. Gut nachgeschlagen. Ich bin überrascht, dass ihr meinen Namen kennt. Als Bischof bin ich ex officio Abt von Kingsbridge. Daher muss ich davon wissen. Nun, Gott hat uns in St. John gesegnet. Ich wünschte, von der Priorei Kingsbridge könnte man das Gleiche sagen. Timothy sagte, es ginge um Krieg? Erwähne Graf Bartholomew, huste laut gegen den Klosmal. Ich nehme an, ihr wisst, dass Stefan von Blois Anspruch auf den englischen Thron erhebt?
Mit dem Segen der Kirche? So schnell? Ich habe von Plänen gehört und von Bestrebungen. Das ist sehr gut. Ich kenne Stefan. Als Bischof muss ich mich mit Politik befassen. Es ist immer gut, wenn die Kirche ein Wort mitredet. Ja, doch. Aber sagt, woher wisst ihr davon? Ja. Steht euer Bruder Francis nicht im Dienste Graf Robert von Gloucesters? Hat er es euch erzählt? Verzeihung. Ich hörte es in einem Gasthaus auf meinem Weg nach Kingsbridge. Leider sehe ich meinen Bruder nur selten. Ihr müsst beide sehr viel zu tun haben. Ihr spracht von einem Krieg. Sagt mir, Philipp, warum seid ihr hier? Können wir den Knilch an der Tür rauswerfen, bitte? War es falsch von mir, zu euch zu kommen, Herr Bischof? Hätte ich den Brief besser zum Sheriff von Shiring bringen sollen? Justus ist gottlos, arrogant und korrupt, wie alle Sheriffs. Philipp, genau das hatte ich gedacht gerade. Woher habt ihr diesen Brief? Der im Gasthaus gefunden. Ich habe ihn unter Prior James' Dokumenten in Kingsbridge gefunden. Ich bin dort ein paar Tage zu Gast. Prior James. Möge er in Frieden ruhen. Das weiß er auch schon. Hat er nicht befohlen, dass alle Dokumente verbrannt werden sollen? Ihr wisst davon? Subprior Remigius hat es mal erwähnt. Ich habe die Brüder gebeten, James' Dokumente nicht zu verbrennen. Sie waren einverstanden. Ah ja. Und dort habt ihr den Brief gefunden? Ja. Timothy, lass uns allein. Na endlich. Und habt ihr sonst noch etwas gefunden? Nein, nur den Brief. Der Bote, der ihn bei sich trug, hatte einen Unfall und starb bei Kingsbridge. Im Krieg würden so viele sterben. Oh ja. Gott viel zu viele. Donnert wunderbar mit seiner Stimme. Und tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Das Buch Hiob. Aber dies ist nicht das Werk Gottes, sondern des Grafen Bartholomäus. Ihr seid wahrlich der Mann, von dem ich so viel gehört habe. Danke. Ich werde mit Freunden von mir reden. Beten wir dafür, dass wir Graf Bartholomäus Pläne vereiteln können, bevor es zu spät ist. Ihr habt eine mutige Tat für die Kirche vollbracht, Bruder Philipp. Eine wirklich mutige Tat. Ihr solltet jetzt nach Kingsbridge zurückgehen. Und kein Wort davon zum Sheriff, ja? Ich breche sofort auf. Kein Wort davon zu irgendwem. Verstanden. Warum nicht zu niemandem? Lieber Bischof, was hast du vor? Langsam traue ich dir auch nicht mehr. Hätte ich nicht über Nacht mal bleiben können, mein armes Pferdchen in den Stall stellen und so? Nee, mit der Nacht wieder zurückreiten. Ich bin aber nur mal neugierig. Ich sollte mich auf den Weg machen. Ja, sollte ich. Ist mir aber egal. Warum ist hier so viel abgeholzt? All diese Bäume wurden gefällt. Warum? Wird etwas gebaut? Schon auffällig, dass hier so viel gefällt wird, ne? Reißen so viel ab. Schon merkwürdig. Ich meine, ja, okay, ich breche halt auf, ist okay. Wüsste nicht, was ich noch mehr anschauen soll. Hier, aber das hat mich halt doch interessiert. Na komm. Ja, aber ich werde nicht zu Fuß gehen.
Zeit aufzubrechen, alte Freundin.